Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da, heute mit einem Anfängerguide zu Teamfight Tactics. Hier werde ich euch erstmal grundlegend erklären, wie das Spiel denn funktioniert. Später wird es dann noch mehr detailliertere Guides geben, sowie Tierlists, also seid gespannt. Teamfight Tactics ist ein sogenanntes Auto-Chess-Game. Hier befindet ihr euch auf einem schachbrettartigen Feld, auf dem ihr Einheiten platzieren könnt, um diese dann gegen die gegnerischen Einheiten in den Kampf ziehen zu lassen. Einheiten bekommt ihr natürlich nicht einfach so geschenkt. Diese Einheiten müssen mit Gold und etwas Luck gekauft werden. Diese könnt ihr dann entweder auf dem Spielfeld platzieren, wenn ihr sie zum Kampf schicken wollt, oder auf der hinteren Bank ruhen lassen, wenn ihr sie noch nicht einsetzen möchtet. Ihr könnt natürlich nicht unendlich viele Einheiten aufs Spielfeld bringen. Ihr könnt nur so viele Monster aufs Spielfeld legen, wie ihr momentan an Spielerlevel habt. Eure Erfahrungspunkte erhöhen sich pro Runde ein bisschen, ist die Leiste voll, steigt ihr ein Level. Oder ihr kauft für jeweils 4 Gold 4 Erfahrungspunkte. Diese Erfahrungspunkte seht ihr links unten in dem kleinen blauen Kasten und kurz darüber steht euer Gold. Des Weiteren könnt ihr eure Helden aufleveln. Sie starten mit Level 1. Sobald ihr 3 gleiche Level 1 Monster habt, steigt eure Einheit auf Level 2 und bekommt mehr Damage und mehr Leben. Und sobald ihr dann 3 gleiche Level 2 Einheiten habt, bekommt eure Einheit das maximale Level 3. Jede Runde bekommt ihr eine kleine Menge an Gold. Genauso bekommt ihr Gold, wenn ihr eure Einheiten verkauft. Wobei ihr hier einfach nur das Gold zurückbekommt, welches ihr zuvor für sie ausgegeben habt. Zudem gibt es aber noch eine kleine feine Spielmechanik. Für jede 10 Gold, die ihr habt, bekommt ihr mehr Gold in der nächsten Runde bis zu einem Stack Maximum von 50. Dies wird euch auch visuell links nochmal angezeigt in Form der Truhen, die aus den Löchern kommen. So seht ihr natürlich, wie viel Gold in etwa ein Gegner momentan hat. Am Anfang sucht ihr euch einen Helden im Karussell aus. Seid schnell, wenn ihr den kriegen möchtet, den ihr wollt. Dieser Champion hat von Anfang an schon ein Item. Danach kämpft ihr in 3 Runden gegen Minions, um mit Glück eure ersten Items zu ziehen. Danach kämpft ihr 3-mal gegen echte Gegner, bis wieder ein Karussell kommt, wo ihr euch einen Champion mit Item aussuchen dürft. Dann kämpft ihr nochmal gegen Gegner und dann wieder gegen einen Miniboss. So geht es dann immer weiter. Zwischendurch könnt ihr euch Helden kaufen aus einem Pool aus 5 Helden, die jede Runde wechselt. Ihr könnt, wenn euch die 5 Helden, die euch angezeigt werden, nicht gefallen, wieder zufällige 5 Helden ausrollen lassen. Dies kostet aber euch Gold. Und mit dem Schlosssymbol könnt ihr die Einheiten, die euch im Moment angezeigt werden, locken, also so, dass die nicht wieder wechseln. Dies ist nützlich, sollte zum Beispiel eine Einheit da sein, die ihr braucht, aber ihr habt das benötigte Gold noch nicht. Ziel ist es, dem Gegner am Ende alle Lebenspunkte zu nehmen, die er verliert, wenn ihr eine Runde gegen ihn gewinnt. Genauso verliert ihr aber Lebenspunkte, wenn ihr gegen einen Gegner verliert. Die Menge an Lebenspunkten, die ihr verliert, wird dadurch bestimmt, wie viele gegnerische Monster dann noch leben. Am Anfang ist es noch gar nicht so wichtig, ob ihr die Runden gewinnt oder verliert. Denn habt ihr eine Winning Streak, bekommt ihr mehr Gold. Aber auch wenn ihr eine Losing Streak habt, bekommt ihr mehr Gold. So haben viele Leute zum Beispiel die Strategie, dass sie am Anfang erstmal sehr, sehr viel verlieren, um zum Beispiel im zweiten Karussell als allererstes ziehen zu dürfen. Denn wer beim Karussell die wenigsten Leben hat, darf zuallererst einen Champion aussuchen. Wer die meisten Leben hat, zuletzt. So könnt ihr alles ein bisschen taktisch hinbiegen, so wie ihr es möchtet. So, das waren nun mal die ersten Schritte im Spiel. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich sehr über ein Like und einen Klick auf den Abo-Button. Demnächst kommen dann weitere Guides, die dann mehr ins Detail gehen werden. Wie immer wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.